rush. I hit you with the Jackie Chan. Ring, ring, ring to the motherland. Go up and we never land. God show me, call me beat up on. Tja, herzlichen guten Tag. Mein Gehirn ist noch nicht ganz wach. Das hat damit zu tun, dass ich gestern Abend auf einer Geburtstagsparty war und eindeutig zu wenig geschlafen habe. Aber der hektische Freizeitterminkalender es nicht anders zulässt, als dass ich die Vorspielpartie Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf nun exklusiv für euch hier live vorstreame. Ja, und was sollen wir über die aktuelle Lage bei der Fortuna sagen, außer dass hoffentlich durch den Pokalsieg ein bisschen Selbstvertrauen wieder eingekehrt ist. Es war ja zuletzt kaum, ja, wie soll man sagen, auszuhalten, mit wie wenig Mumm die Mannschaft agiert hatte, und entsprechend sind auch die Ergebnisse zustande gekommen. Ja, aber wie es sich gehört als Fortuna-Fan, bin ich natürlich optimistisch und hoffe, dass sich das alles bald ändern wird. Oh, da gibt es sogar eine Choreografie. Und so hoffen wir, dass beim Spiel morgen in Gladbach ein bisschen was geht, weil die Gladbacher auch zuletzt in der Liga Freiburg und dann auch unter der Woche im Pokal gegen Leverkusen sich anfällig gezeigt haben, nicht so erfolgreich waren. Die Gäste müssen es vor allem defensiv besser machen. Zurzeit haben sie die schlechteste Verteidigung. Ja. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Ja, das war in der Tat alles schon besser, allerdings natürlich auch den 1x7 Gegentoren in Frankfurt geschuldet. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein Schauen wir mal, was das hier gibt. Ja, da kann man sicherlich morgen damit rechnen, dass, also zum einen wird Player wohl eher nicht spielen, weil er angeschlagen ist, und zum anderen mit großer Wahrscheinlichkeit Florian Neuhaus in der Startelf stehen. Das kann ich mir sonst nicht anders vorstellen. Ich werde übrigens auch vor Ort sein. Und jetzt sehen aber wir ganz hier geheim die Aufstellung der Gäste unter den Heimfans. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten, klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Ja, ich habe es heute mal so ein bisschen gemacht wie im Pokal. Ob das der Weisheit letzter Schluss sein wird, das wird sich zeigen. Etwas unwahrscheinlich tatsächlich, dass Funke mit zwei offensiven Außenbahnspielern und zwei Stürmern in Gladbach beginnen wird. Aber ich habe mir gesagt, naja, das hier ist ja auch ein Spiel. Also kann ich das ja einfach mal machen. Und wir werden sehen, wie gut oder schlecht das ist. Eieiei. Ja, den ersten Zweikampf, den darf ich durchaus gewinnen, finde ich. Es gab übrigens ein FIFA-Update. Im Detail weiß ich jetzt noch nicht, was sie gameplay-technisch hier so geändert haben. Lassen wir uns mal überraschen, ob es sich ein bisschen anders anfühlt oder nicht. Manchmal ist das so, manchmal weniger. Insgesamt war die Ankündigung ja generell so, dass dieses Mal nicht zu viel am Spiel ändern wollen in den Updates. Lassen wir uns überraschen. Toller Pass. Geht nach innen. Kramer. Er versucht mit dem Kopf, aber der nicht so vorbei. Gut von mir. Schade, das war eine richtig gute Chance. Da bin ich noch nicht im Spiel. Aber Zimmer ist dann auch nicht der richtige Mann für so einen Kopfball. Das muss man dann auch konstatieren. Zimmer. Dusch. Ah, Luke Bakayoko.
schade. Aber es war ein Versuch wert. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Das ist etwas blöd, die Twitch-Anzeige überdeckt hier doch sehr unangenehm meinen Radar, den ich doch ein wenig gebrauchen könnte. Da wäre jetzt Platz. Hereingabe jetzt. Aber es kommt kein Mitspieler an den... Was? Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Aha. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Warnung. Und für das Foul konnte man sich auch geben. Die Spieler sollten gewarnt werden. Okay, nö, ist korrekt. Würde ich jetzt auch sagen. Wo ich sie gesehen habe. Baumut ist bereit. Er wollte den Tritt Duxch hier. Das will ich eigentlich gar nicht. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Nimmer Sami. Ach, ist das neu, dass man diese ganzen Werte da sehen kann? Ball kommt in den 16er. Super dazwischen gegangen. Echt. Gladbach über den Flügel jetzt. Kein Grund zur Aufregung. Abseits. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Zimmermann. Alfredo Morales. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Dodi Luke Bacchio. Ach, schade. Sehr gut aufgepasst. Hätte ich früher abzwiebeln müssen. Warum? Oh. Hazard. Duxch. Hand. Zimmermann. Ja, das war schlecht. Hazard. Lang. So. Das war das Revanche-Foul. Jetzt eine gute Flanke. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ja, zu Recht. Da habe ich den Herrn Lang im Prinzip seine kleine Aufmerksamkeit von eben zurückgegeben. Wems. So macht man das. Die kurze Variante. Jonas Hofmann. Da können Sie erstmal klären. Jonas Hofmann. Spielt den Ball. Da kommt der Schuss. Und jetzt die Chance. Den hat er super gehalten. Musik gegeben. Etwas wild, etwas zu wild da hinten. Jetzt die Ecke. Nee, da geht nicht rein. Ah, klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Fängt diesen Ball ab. Ja, setzt gut den Körper ein. Da kommt der Pass auf außen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. So leichte Ballverluste. Lea. Wendt. Wendt. Abstoß, oder? Nö. Werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Jetzt kommt die Ecke. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gut aufgepasst vom Torwart.
Oh. Einwurf. Und hier wird es Einwurf geben. Was? Na, den hätte es aber vor uns geben müssen. Der Ball ist weg, da war auch Pech dabei. Auch vergiftetes Essen wurde eingesetzt. Jetzt kann er flanken. Lange Flanke jetzt. Gut. Schade. Aufgepasst und gut verteidigt. Partie ist unterbrochen. Das ist Herr Lang einfach zu lang. Sehr gut. Mist. Aufgepasst. Also sie setzen total in diese, auf diese Bälle in die Tiefe. Kahn, Eier. Zimmermann. Hennings. Ach, da muss mehr rauskommen. Player. Dux. Das könnte gefährlich werden. Der Versuch. Was? Joa. Das könnte gefährlich werden. Dass er hier trifft, unglaublich. So würde ich das auch ausdrücken. Trotz der weiten Entfernung hätte er nie und nimmer so frei zum Schuss kommen dürfen. Ein super Tor. Unglaublich, wie sie ihn abgezwiebelt, weil der Raum da war. Boah, was für ein Hammer, den er da auspackt. Sehr schön. Jetzt kommt doch Leben in die Sache. Aber ich wurde zuletzt auch sukzessive besser. Kramer. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Hazard. Da kommt der Schuss. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Ach, Duxch. Stindl. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Hennings. Gieselmann. Jetzt müssen sie aufpassen. Flanke jetzt. Er hat die er nicht. Ist da und hat den Ball. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Stindl. Kramer. Super Pass! Da ist die Hereingabe. Die Möglichkeit. Und nun ein Schuss. Nö. Und jetzt gibt's hier den Eckball für München. Was? Wieso Ecke? Deswegen. In des strammen Oberschenkels von Nico Gieselmann. Na gut. Na gut. Ecke kommt. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Weg damit. Dux. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da kommt der Pass. Alles offen. Hereingabe kann gut, aber der Ball ist schade. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Tja, Konterchance vertan. Die Abwehr ist wieder zur Stelle. Diese Gelegenheit haben sie hier ein wenig vertrödelt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Kommt jetzt die Flanke rein? Kramer. Hofmann. Ein Tor. Müssen sie aufholen. Vielleicht passiert jetzt was mit dieser Ecke. Wäre Fahrradkette. Fahrradkette. Die kurze Variante. Da zieht er ab. Da geht er weit am Tor vorbei. Nee, also aus der Chance muss er einfach mehr machen. Das war ein ganz schwacher Abschluss.
Kein gutes Spiel von Lars Stindl. So hilft er der Mannschaft nicht. Wirkliche Gefahr. So hilft er der Mannschaft nicht. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Gibt Einwurf. Nun? Ja, genau, dich meinte ich. Hennings. Duxch. Ah, zu weit. Schade. Von Duxch noch nicht so viel zu sehen. Nico Elvedi. Wendt. Stindl. Da kommt der Pass auf außen. Meiner. Und hier wird es Einwurf geben. Für die Guten. Zimmermann. Alfredo Morales. Duxch. Zimmermann. Nico Elvedi. Ja. Sehr unsortiert gerade. Den Ball spielt er raus. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Nee, der geht nicht rein. Eieiei. Fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Das war ebenfalls nicht ganz sauber verteidigt. Ja. Was soll ich sagen? Das war mal ein bisschen einfach. Den macht er, der Captain. Gute Aktion. Ja, Wolf, das hat er klasse gemacht. Da sieht der Herr Wedi aber nicht sonderlich okay, souverän bei aus. Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Ich würde aber behaupten, das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf gerade wieder. Aber wer bin ich, dass ich mich darüber beschwere? 2:0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Tja. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Hennings. Ach, wenn der durchkommt. Super Aktion, gut geklärt. Alfredo Morales. Nicht weglaufen, da. Da ärgern Sie sich. Mein Mittelfeld gefällt mir nicht so mein Zentrales. Auch wenn Morales da den Treffer gemacht hat. Ehren Zimmermann. Das geht so. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lücke. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das Halbzeit. Das ist bisher anders gelaufen als gedacht. Aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Knappe Führung hier. Kein Gegentor bisher, gute Leistung. Das haben wir zuletzt ja deutlich schlechter gesehen. Kann man so sagen. Na, die Höhepunkte gucken wir uns gleich an. Ja, das ist effizient, ne? Schussgenauigkeit 100%. 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore. 2 Schüsse insgesamt. Und Gladbach nur Fahrkarten bisher. Ja, aber das müssen wir noch etwas besser in den Griff kriegen. Ja, gerade Zimmermann sagt mir da nicht so zu, aber ist vorbei, das Spiel geht weiter.
Duxch. Ja, noch wehgetan, wa? Jonas Hofmann. Stindl. Ball kommt rein. Da können sie erstmal klären. Gutes Pressing jetzt. Duxch. Und da ist der Ball wieder weg. Er sollte viel steiler kommen. Das könnte die Chance werden. Ach Mann. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Ja, das war nicht so gut abgesprochen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Oh. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Und weil gut, Ken Rensing. Ich wollte eigentlich Katze Rensing sagen. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Da kommt die Eck. Chance zum Anschlusstreffer. War das eng? Ball kam gut, aber erstmal ist ja die Gefahr bereinigt. Eieiei, dieser Alu-Treffer eben, der ärgert sie, das ist nicht zu übersehen. Kramer. Wendt. Rensing. Jonas Hofmann. Hazard. Stindl. Toller Pass. Weiter. Aha. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Nein. Nein, nein, nein. Das war ein Foul. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe. Ich fand nicht mal, dass es ein Foul war. Da, ich spiele doch den Ball. Foulspiele hier. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's. Der Ball kommt. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Hennings. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Lang. Kramer. Stindl. Sie suchen die Lücke. Jonas Hofmann. Hofmann! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Duxch. Das könnte gefährlich werden. Tja, das war keine gute Flanke. Wendt. Stindl. Klasse Technik. Den Ball kann erklären. Klär. Oskar Wendt. Den Ball hat er. Ganz souverän. Er passt ihn auf den Flügel. Da. Kramer. Jonas Hofmann. Da gewinnt er den Zweikampf.
Exakt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Spielt den Ball direkt zurück. Und damit sind sie am Ball. Rudi Luque Bacchio. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Player. Stindl. Er spielt den Pass zurück. Lange Flanke jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Wendt. Jonas Hoffmann. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Kramer. Nico Elvedi. Jonas Hoffmann. Stindl. Plea. Schussversuch. Ah. Foul, Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Und die nächste gelbe. Oh mein Gott. Alle gelb vorbelastet da hinten. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Richtige Entscheidung des Referees. Da sehen wir hier nochmal ganz deutlich unfaires Einsteigen. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Da ist die Chance. War das eng? Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute keiner beklagen. Aber ganz und gar nicht. Die machen mal richtig Alarm. Kurze Ecke. Und jetzt der Schuss. Und gleich der nächste Eckschuss hinterher. Kurze Ecke jetzt. Macht er ihn. Was für ein Tor. Nur noch einer, Buschi. Wer hätte das denn für möglich? Ausgerechnet der Lange. Sie sind hier wieder dran. Dann bringen wir mal Roman. 2-1, hier ist noch alles drin. Hennings. Alfredo Morales. Zimmermann. Kahn Eihahn. Duxch. Ah, schlecht. Es gibt Einwurf für die Borussia. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Fabian Johnson. Alfredo Morales. Guter Ball nach draußen. Da ist die Hereingabe. Ach, schade. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Und seit seiner Verwarnung muss er hier aufpassen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Akteur. Und die Auswechslung geht sicher in Ordnung. Ja, besser ist das. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jonas Hoffmann. Stindl. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Stindl! Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Fast.
Jonas Hofmann. Und Hermann. Und den spielt er gleich wieder zurück. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Jonas Hofmann. Abseits. Und es gibt Eckball für Borussia Mönchengladbach. Das war kein Abseits. Oha. Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nico Elvedi. Jonas Hofmann. Pass auf die Außenbahn. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Und jetzt die Chance. Mist. Das Tor. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Da stand die Abwehrkette einfach schlecht. Das ist der Ausgleich. Und jetzt ist da mehr drin. Zimmer hebt's auf. Noch mal die Chance auf den Siegtreffer. Ärgerlich. Dieser Treffer. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Hennings. Alfredo Morales. Gieselmann. Da kommt der Pass auf außen. Schießt er ihn rein. Chance zur Führung. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Nur noch 5 Minuten zu gehen und nach wie vor steht es unentschieden. Passiert hier noch was? Wendt. Stindl. Die Fahne geht hoch. Abseits. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Der Spielerwechsel jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Zimmer. Botzek. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Ja. Es gibt Freistoß gegen Gladbach. Schiri gibt es echt für alles Karten, ne? Gelb gegen Mönchengladbach. Genau so, Wolf. Da hat er keine andere Wahl gehabt, der Schiri. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Richtige Entscheidung des Referees. Da sehen wir hier nochmal ganz deutlich unfaires Einsteigen. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Sehr gut aufgepasst. Ginter. Jonas Hofmann. Johnson. Wendt. Ja, der geht im Moment weite Wege. So, jetzt vielleicht noch mal Gladbach. Botzek. Dodi Lukebakio. Zimmer. Und schade. Jetzt geben die Fans hier noch mal Gas. Gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Geht hier noch was? Können sie das Spiel noch gewinnen? Die Fans glauben dran. Es wird noch mal laut. Hennings. Super dazwischen gegangen. Gute Aktion. Gut geklärt. Kramer. Gut unter Druck gesetzt. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Lang. Hermann.
Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben dran. Stindl. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. 90 Minuten sind vorbei. Und das war's, ja. Ein Punkt in Gladbach. Ich denke, für die Fortuna ein Erfolg. Nach 2-0 Führung ist es für mich zwar ein bisschen ärgerlich. Andererseits muss man sagen, verdient ist es allemal. Dafür hat Gladbach dann doch eigentlich zu viele Chancen gehabt und zu großen Druck gemacht. Das könnte gefährlich werden. Der Versuch. Was für ein Schuss. Ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Hennings. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Oh, gar keine Torschancen dazwischen, nur die Tore. Was für ein Tor! Nicht ganz unhaltbar, ne? Tja, da war das Abseits aufgehoben von Jean Zimmer. Starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Es gibt Freistoß gegen Gladbach. Richtig gesehen vom Schiedsrichter, es gibt Gelb gegen... Nun ja, also hier sehen wir es nochmal, allein die Anzahl der Torschüsse 24-7. Das war so ganz okay. Keine gute Passgenauigkeit bei mir. Nee. Ja, das wurde als Remis gewertet. Ganz genau, 2-2. Unentschieden. Tja, aber also wenn es morgen so käme, dann wäre ich nicht unzufrieden, glaube ich. Gut, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis demnächst. Tschüss.